So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Sports Gaming Channel. Hier ist der Jens und heute eine geniale Ankündigung. Und zwar UFL hat die Open Beta angekündigt. Ich komme gleich darauf zu sprechen, in welchem Zeitraum gibt es Preload, für welche Plattformen. All dies werden wir in diesem kurzen, aber knackigen Video besprechen. Und natürlich hier auch nochmal der Hinweis an alle Leute, wenn das Spiel rauskommt, und jetzt kann man fast schon sagen, ich gehe davon aus zur neuen Fußballsaison, wenn jetzt die Open Beta kommt, jetzt kommen sie langsam in die Spur, jetzt müssen sie auch langsam was bringen und veröffentlichen. Es wird kein Full Release sein im Herbst, davon bin ich relativ überzeugt. Auch dann wird das Spiel noch nicht ganz fertig sein, aber sie müssen jetzt in die Spur kommen, denn es ist ja schon einige Jahre in Entwicklung. Okay, wer ansonsten dann UFL-Content sehen möchte, gerne auf meinem Kanal, gerne Abo und Daumen da lassen. Ich werde das Spiel dann auch entsprechend ausführlich zeigen, habe. Ja, hier Videos in der Playlist, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, seit der Ankündigung in, ich glaube, 2021 war es sogar schon entsprechend eine ganze Menge Videos gemacht und von daher wird UFL auch einen Platz auf dem Kanal behalten und natürlich dann auch bekommen. So, wann kommt denn die Open Beta raus? Sie wird rauskommen am 7. bis 9. Juni 2024. Ich kann jetzt nur für den PSN Store sprechen, weil ich selbst PlayStation-Spieler bin. Die PlayStation 5-Version gibt es bereits zum Preload. Mein Preload ist gerade schon am Downloaden. Und außerdem die zweite Plattform, für die das Spiel rauskommen wird, ist die Xbox Series X und S. Auch dort könnte ein Preload möglich sein, das weiß ich an der Stelle allerdings nicht. Gehe aber mal selber davon aus, dass auch jetzt mit der Ankündigung heute Nachmittag ist also eine ganz, ganz frische Ankündigung von UFL in den sozialen Medien. Gehe also davon aus, dass auch der Preload für die Xbox Series X und S Version bereits gestartet hat. Kleiner Hinweis hier noch, auch das habe ich auf den sozialen Medien gelesen. Der Download wird hier und da nicht funktionieren, und zwar nicht, weil man euch ärgern will, sondern weil vermutlich jetzt viele nach der Ankündigung sofort das Ganze gestartet haben und hier möglicherweise die Server schon überlastet sind, die den Upload bzw. dann den Download hier für euch auch zur Verfügung stellen. Davon müsst ihr jetzt mal ausgehen. Aber das ist erstmal die eine Geschichte drumherum. Jetzt will ich noch mal ganz kurz was zum Zeitraum 7. bis 9. Juni 2024 sagen. Er ist nicht weiter von UFL spezifiziert worden. Heißt also, man hat jetzt hier keine Einteilung irgendwo in den sozialen Medien gelesen, gesehen oder sonst was. Ich habe es auch nicht, obwohl ich jetzt ein bisschen intensiver in den letzten Minuten nachgeschaut habe. Ich habe sowas auch nicht gefunden. Also einfach in diesen Zeitraum reinschauen, ob das Spiel spielbar ist. Wer die Zeit dazu hat, geht gerne mal auf den Server und spielt die Open Beta. Für alle Content Creators, mich eingeschlossen, auch noch eine interessante Info. Ich glaube gelesen zu haben, aber das möchte ich jetzt hier nicht als bestätigt sagen in dem Video. Ich glaube aber in den sozialen Medien auch einige Diskussionen verfolgt zu haben und gelesen zu haben, dass Content erlaubt ist von der Open Beta. Das war ja mit den anderen Sachen Alpha bzw. dann der geschlossenen Beta nicht der Fall. Da war es nicht erlaubt. Sind sogar Videos gebrandet worden von den entsprechenden Systemen und gar nicht erst zum Upload erlaubt worden. Also da haben sie systemseitig, glaube ich, relativ viel gesperrt gehabt. Das habe ich nur gelesen, möchte ich an der Stelle jetzt selber nicht bestätigen. Aber unabhängig davon, wer von euch vorhat, hier irgendwo etwas zu zeigen an Screenshots, an kleinen Videos, whatever, macht euch nochmal schlau. Aber ich meine, heute in dem Zusammenhang gelesen zu haben auf mehreren X-Accounts, die sich mit UFL beschäftigen, dass UFL das jetzt auch mit der Veröffentlichung der Open Beta erlaubt. Und das ist natürlich auch für mich eine coole Sache, weil ich möchte euch natürlich auch mal ein erstes angespielt, einen ersten Eindruck, erstes Gameplay selber mal zeigen, bin komplett gespannt. Hoffe an der Stelle, weil ich zum Wochenende und zum Ende der Woche wirklich auch privat mit vielen Unternehmungen und Terminen eingespannt bin, dass ich überhaupt in den Genuss komme, die UFL Open Beta mal zu spielen. Aber ich sag mal, ich denke, ich kriege das schon irgendwie hin. Heißt also hier aufpassen auf den Kanal
Und gerne ein Abo dalassen, wenn ihr wollt, gerne einen Daumen da lassen, gerne Feedback da lassen. Schaut ihr euch das Ganze an. Ich werde, so ich dann in der Lage dazu bin, die Zeit dafür aufzubringen, auch gerne dann natürlich auch schon hier meine ersten Eindrücke zeigen, denn ich bin natürlich sehr gespannt und viele von euch, denke ich mal, auch. Leute, Dankeschön fürs Reinschalten, euch eine gute Zeit. Ich bedanke mich und sage an der Stelle noch eine wichtige Info, die ich vielleicht vergessen habe, die immer wieder auch gefragt wird unter den Videos. Nein, Leute, es kommt nicht für PC raus. Das ist erst einmal nicht geplant. Ob das irgendwann nochmal kommt, hat UFL offen gelassen, aber es kommt nicht für PC raus, weder die Open Beta noch bisherige Vorabversionen in den geschlossenen Beta-Tests und auch die Release-Version wird nicht auf PC kommen. Das nochmal ganz klar von mir gesagt. Ist eine Entscheidung der Entwickler und wird schon sicherlich seine Gründe haben. Nur das nochmal hier ganz klar auch klarzustellen. Leute, Dankeschön, lasst einen Daumen da, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und dann vielleicht schon Richtung Wochenende, Anfang nächster Woche, erste Gameplay-Eindrücke von UFL Football. Ciao, ciao.